Mein Name ist Sigschuhpower des MX-Style, sicher zu meinem MX-Lifestyle und heute mit dem MX-Oster-Special. Also, viel Spaß dabei! Ja, liebe Offroad-Sportfreunde, wie ihr hier unschwer erkennen könnt, ich bin hier gerade voll am Strand unterwegs, hier der schöne Atlantik hinter mir. Ja, und hier wunderschöne Dünenlandschaft mit schönen Sandhängen, ja. Also jedes Offroad-Herz, wer das hier sieht, ja, da schlägt es doch einfach höher, oder? Also, da würde ich sagen, wir brauchen mehr Power, ja. Nein, auf jeden Fall erstmal schöne Grüße hiervon, ja. Ich bin arbeitstechnisch hier unterwegs, werde aber jetzt über Ostern noch hier bleiben. Meine Freundin fliegt nach. Das ist der ganze Hintergrund, ja, warum ich überhaupt hier bin. Arbeitstechnisch und nutze das halt gleich mit, ja, um ein bisschen länger hier zu bleiben. Ja, ich hoffe auch, der Ton ist soweit okay, dass das Wellenrauschen und die Windgeräusche euch nicht so stören. Ja, das ist immer ein bisschen am Strand so ein kleiner Nachteil. Aber ich denke, das war eine ganz nice Location hier, um auch mal ein Video zu machen. Es geht nämlich heute nicht unbedingt um konkrete MX-Themen. Ich möchte euch heute einfach nur mal mitteilen, was ich so auf meinem Kanal vorhabe. Und es ist ja auch Ostern. Ja, schönes MX-Ostern. Und ja, da gibt man ja auch eine kleine Aufmerksamkeit oder so. Und da hätte ich vier Themen, die ich gerne mit euch behandeln möchte. Und das wäre zu einem, ihr kriegt 20% auf mein Bikefinder-System. Der ein oder andere kennt es vielleicht schon, hat schon davon mal mitbekommen. Ja, wie ihr das findet, unten in der Videobeschreibung und ja, in der Infobox oben, da kommt ihr dahin, könnt es euch anschauen. Und da gebe ich euch 20% da drauf über Ostern. Ja, könnt ihr gerne einlösen. Und ja, einfach nur MX Ostern als Gutscheincode eingeben. Ja, dann kriegt ihr die 20% da drauf. Ja, wieso, weshalb, warum auch? Ja, der ein oder andere hat vielleicht Ostern ein bisschen Zeit und überlegt, was für ein Bike will er denn überhaupt haben, was für eins passt zu ihm. Also das optimale Tool dafür, über Ostern das mal sich durch den Kopf gehen zu lassen. Übrigens für alle die, die das Video jetzt später sehen und diese Rabattaktion ja, verpasst haben, ja, folgt mir einfach auf Snapchat. Ja. Da kriegt ihr 1:1 als erstes das mitgeteilt, wenn solche Aktionen sind und natürlich auch solche Action hier am Strand. Ja. Wenn da was abgeht, seid ihr auf Snapchat immer am besten informiert. Mein Name wäre dann Nick-MX-Style, könnt ihr mich gerne nennen. Und da seid ihr immer up to date bei solchen Themen. Bei YouTube ist er ja recht träge, wer das ja diesen Aktionszeitraum verpasst. Ja, da guckt dann in die Röhre, da sagt sich jetzt vielleicht, ja, schön und gut, dieser Osterrabatt, aber wir haben bald Weihnachten. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also von daher läuft die Sache. Ja, ich hoffe, ich komme auch nicht zu arrogant mit der Brille rüber. Wir sind eh nur ein Selfie-Stick wahrscheinlich und mein Handy, ja. Aber sonst würde ich hier ganz schön ins Pinseln kommen bei dieser fetten Sonne hier im Hintergrund, ja. Ich will euch aber nicht neidisch machen. Ich würde sagen, kommen wir einfach zum nächsten Punkt, was ich mit euch angehen möchte. Und zwar das Thema Fahrwerk kommt ja immer und immer wieder, sag ich mal, auf meinen Channel, ja. Und ich habe mir jetzt überlegt, demnächst eine Playlist zu starten, wo ich das ganze Fahrwerk-Thema mal ein bisschen aufrolle. Bin aber ganz ehrlich, da kommt, sage ich jetzt gleich mal ein Disclaimer, ich bin jetzt nicht der absolute Profi, was Fahrwerk betrifft, ja. Ich habe da selber meine Stärken und Schwächen, sage ich auch, sage ich ganz ehrlich. Und ich würde da auch nur mit den Basics erstmal anfangen, was das Tuning betrifft. Vielleicht wächst das alles, ja. Kein Thema. Aber es geht wirklich erstmal nur um die Basics und bin da auch für konstruktive Kritik immer gern zu haben und würde das dann auch weiter in der Playlist mit einfließen lassen. Aber ich sehe einfach im deutschsprachigen Raum, dass das wirklich ein Thema ist, wo einfach noch ein bisschen Aufklärung benötigt wird. Und ich würde mir das Thema einfach mal annehmen und das dann sukzessive quasi aufbauen. Ja, das wäre was, was demnächst auf dem Kanal kommt. In den nächsten 2 bis 3 Wochen wird schon das erste Video dazu kommen. Also dürft ihr gespannt sein. Das dritte ist, und zwar zum ersten Video, was in der Playlist kommen wird. Da wird es wirklich um die Basics gehen. Also fangen wir an mit den Durchhangkupplungen. Und die Liste dazu, also ein kleines Helfer-Tool wieder für euch, absolut kostenlos, steht euch jetzt schon zur Verfügung. Könnt ihr unten in der Videobeschreibung downloaden oder schaut in meine Infobox rein. Ja? Und dann könnt ihr wie gewohnt ja, euch die Liste, die
ganze Tabelle, sage ich jetzt mal, einfach schon mal zuschicken lassen vorab, damit ihr natürlich, wenn das Video dann am Start ist, schon vernünftig damit arbeiten könnt. Und das vierte natürlich betrifft dieses Frag-Nick-Thema, sage ich mal. Ich bin da ja recht träge, sage ich mal, was das betrifft. Also es kommt jede Woche ein Video, aber es kommen massiv viele Anfragen und ich bin mir nicht immer sicher, ob ich die 1:1 zufriedenstellend beantworten kann, ja. Könnt ihr mir ruhig schon mal dazu ein Feedback geben, ob das Weltklasse ist, ja, und so okay ist. Ich beantworte ja auch vieles gleich direkt per Kommentar und nehme das dann vom Video-Thema an. Und um das noch besser gestalten zu können, ja, und Hilfe leisten zu können und vielleicht auch jeden Einzelnen individuell besser beraten zu können, was haltet ihr von der Idee, mal einen Livestream zu machen auf YouTube oder auch so Beratungstermine, sagen wir mal, via Skype oder sowas, ja, so eine halbe Stunde beraten, man ist dann face-to-face via Skype zum Beispiel und diskutiert dann über ein Thema und behandelt dies und gibt dann halt aus meinen Erfahrungen halt Feedback, wie ich dies oder das so angehen würde. Das würde ich gerne mal austesten. Was haltet ihr davon? Ja, das wäre cool, wenn ihr mir dazu mal ein Feedback geben könntet, ob das eine klasse Idee ist. Oder natürlich auch nicht. Ja, wir sagen, nee, das brauchen wir nicht. Ja, würde ich mir einfach mal anhören, was so eure Meinung ist. Deshalb unten in die Kommentare die Fingerbund tippen. Ja, ansonsten würde ich sagen, genieße ich noch ein bisschen den Strand, ja, und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein Video dieser Art mehr verpassen möchtet und kommentiert natürlich fleißig, wie schon erwähnt, dass ich euch mit Tipps, Tricks und Anregungen habe. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Erfolg und sportfrei, euer Nick.